Kibisch. Damit müsste das jetzt passen. Jetzt ist hier wieder Kibisch und Wabuk drin. Ah, wir müssen etwas warten. Tatsächlich ja auch. Wahrscheinlich bis die Betten verlassen. Dass die rausgehen. Die schlafen immer noch. Kann die mal irgendjemand auswecken? Das sind ja eigentlich keine Betten jetzt und trotzdem sitzen die hier drin. Free Bed. Wir warten mal etwas ab. Da ist ja Hinze und Kunz ist hier. Jetzt geht der andere auch noch zum Essen hier rein. Das müssen wir auch noch dann verhindern. Also die anderen schlafen. Wahrscheinlich müssen wir warten, bis die ausgeschlafen sind. Wir können hier unten mal das zuordnen. Einmal Dining Room und einmal Study. Oh, wir können hier, wir können nicht beides gleichzeitig machen. Dann machen wir nur den Study und weisen das zu. Und zwar dem Zephon. Nee, links ist der Kibisch. Und hier drüben kommt der Zephon. Dann ist das schon mal erledigt. Dass man die Zwerge nicht rausschmeißen kann. Jetzt ist einer draußen. Jetzt ist einer draußen. Er ist, hier ist der Kibisch drin. Das heißt, das Bett hier oben gehört nur noch dem Kibisch. Weiß nicht, wieso der rot angezeigt wird. Jetzt ist der Wabuk wieder drin. Ach, Auto Allocate to Manager. Das können wir doch mal machen. Aber wieso ist der... Muss ich das jetzt abreißen nochmal? Das wäre ja blöd. Machen wir mal Free Bedroom. Lass nochmal laufen. Und geh nochmal rein. Wenn ich jetzt Make Bedroom mache, steht hier Current Owner. Nein, jetzt sitzt schon wieder einer drin. Wie er sich hier reingeschlichen hat. Wer ist denn das, der hier drin sitzt? Der Kok Blelmazang Fishery. Ah, oh, das ist ja. Wenn ich hier zuweise auf Kibisch, dann ist der Wabuk wieder drin. Wir müssen das abreißen. Wir werden das nochmal abreißen, die Betten. Das ist ja blöd hier. Das hier werden wir auch abreißen. Hallo, die Norm. Was, wann ich angefangen habe? Heute meinst du? Vor einer halben Stunde knapp. Ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Und hier den Tisch können wir eigentlich auch abreißen. Brauchen die nicht. Brauchen nur den Sessel. Das ist ja verrückt. Okay, wir warten und dann setzen wir das Bett nochmal neu. Wird ihnen jetzt quasi das dann unterm Hintern weggebaut, hoffentlich. Tatsächlich. Okay, und dann bauen wir ein neues Bett. Seltsam. Einmal hier. Und dann müssen wir aufpassen, dass das Bett relativ schnell dann nicht besetzt ist. Und dass wir das dann zuweisen. Sobald das hier belegt wird, da kommt das erste Bett. So, eins ist drinnen. Make Bedroom. Zack. Sein Bedroom zu. Ah, wir müssen jetzt... Rechts war der Zephon, oder? Ich glaube, rechts war der Zephon. Ja. Sein Bedroom für Zephon. Und jetzt ist wieder der Bomreck mit dabei. Was ist denn da los? Wisst ihr was? Dann teilt euch halt das blöde Bett. Ob ich da Dwarf Fortress regelmäßig stream? Ja, also Hauptpriorität ist Crusader Kings 2, Kerbal Space Program und EU 4. Aber ich versuche auch, dass ich Dwarf Fortress jetzt auch ein bisschen lerne und regelmäßig spiele. Kibisch. Ist auch wieder der Wabuk drin.
vielleicht, sind die vielleicht, dass die irgendwie, dass die ein Paar sind, der Kibisch und der Babok und der Zephon und der Bomrek, dass die sich gern haben. Zephon und Bomrek. Zephon. Sich deswegen immer ein Bett teilen. Zephon. Zephon. Ach, wir haben zwei Zephons. Da habe ich ja wieder gar nicht aufgepasst jetzt. Zwei Zephon. Zephon. Lokunom. Lokunom. Der hier. Der ist heterosexuell. Dann ist Bomrek, müsste dann weiblich sein. Eigentlich. Meiner Theorie zufolge. Tatsächlich, Bomrek ist weiblich. Und hier drin, da kann ich ja lang sein machen. Kein Wunder, dass das nicht geht. Kibisch und Babok. Pass auf, Kibisch ist weiblich. Und Babok ist, wie nennt sich das? Bisexuell. Genau, okay, also dann sind die offenbar verheiratet. Ist okay. Whiting, vielen Dank fürs Folgen. Also, dann haben wir nämlich das. Hat hier jemand die Tür weggebaut? Weil hier ein Zwerg in der Mitte steht. Da fehlt offenbar eine Tür. Building present. Oder das wird nicht angezeigt, weil der Zwerg momentan in der Tür steht. Das kann auch sein. Okay, dann müssen wir hier weiter ausbauen. Die Betten und Türen. Und dann müssen wir endlich anfangen zu assignen, damit die endlich hier schön schlafen können. Hier drin. Ich würde das gern alles auf einmal dann machen mit dem Assign. Mit dem ja, Festlegen, dass das ein Schlafraum wird. So, zwei noch. Schafft man das? Yes. Also, und dann noch die Türen. Dann haben wir erstmal genügend Platz. Türen haben wir keine mehr. Dann haben wir erstmal genügend Platz für alle Zwerge. So, mal überlegen. Habe ich hier drin jetzt alles gemacht? Wir haben hier... Wieso ist hier Armor Stand? What? Ist denn mein Cursor? Wir haben hier einen Throne für das Office und hier einen Throne für das Office. Zephon und Kibisch. Manager und Bookkeeper. Hier oben schlafen dann die beiden. Ist jetzt nichts Luxuriöses, aber normalerweise jetzt hier bei den Nobles müsste, genau, hat sich jetzt Required von Rot auf Weiß verfärbt. Das heißt, deren Wünsche sind erstmal erfüllt. Aber wir haben nur noch den Bürgermeister. Und der Bürgermeister braucht ein bisschen mehr. Der braucht ein Büro. Der braucht schönes Quartier, braucht er. Der braucht ein Esszimmer. Chests braucht er, Cabinets, Weapon Racks und Armor Stands. Sollten wir alles schon mal haben. Gut. Dann bauen wir das hier hinter. Bauen hier hinter einfach was riesig Großes. Wir lassen den Platz frei für ein weiteres Quartier. Das können wir ja schon mal aushauen lassen. Vielleicht brauchen wir nochmal ein Nobles-Quartier hier drin. Also, die Miner haben aktuell sowieso nichts zu tun. 3 mal 2. 3 mal 2. Und hier auch. Okay. Ich würde gern... Wir planen jetzt erstmal... Wir planen jetzt erstmal, wie das Bürgermeisterquartier ausschauen soll. Oder bauen wir das irgendwo komplett anders hin, dass wir das hier unten hinbauen. Weil der braucht halt schon ziemlich viel. Der braucht jetzt nicht viel Platz, aber der braucht schon ein paar schönere Räume. Insgesamt braucht er 1, 2, 3, nee, 1, eigentlich nur 2 Räume. Wir geben ihm aber auch ein eigenes Schlafzimmer. Ach, das ist wahrscheinlich Quarters, ist das Schlafzimmer dann. Dann braucht er 3 Räume. Die müssen einigermaßen groß sein, damit wir dort noch die ganzen Chests und Cabinets und so weiter reinstecken können. Okay. Also.
Wir machen das hier unten. Ich plane jetzt mal, bevor wir anfangen ausgraben zu lassen. Wir machen mal 1, 2, 3, 4 mal 4. Dann können wir die Tür wieder nicht so schön setzen. Wenn wir 5 mal 5 machen, etwas opulenter für unseren Bürgermeister. Nur das Beste. Dann die Tür. 5 mal 5, das wäre dann... Hier vorne würde das Empfangszimmer sein mit Sessel und so weiter. Hier drinnen wäre das Esszimmer. Und hier drunter machen wir es eigentlich so. Machen wir es einfach so. Und hier unten wäre dann das Schlafzimmer. Ah, der Lucan stellt seine Frage. Ich glaube, das war die gleiche, die du auf YouTube schon gestellt hast, oder? Dann spare ich mir die Antwort. Dann macht der Vendus das. Sehr schön. Also, da haben wir jetzt quasi alles rein, was wir so haben. Gut. Ansonsten warten wir noch ab. Sobald das hier erledigt ist mit den Betten, würde ich sagen, machen wir mit dem Militär weiter. Wir hatten ja bisher eigentlich ganz viel Glück, dass noch niemand angegriffen hat. Jedenfalls habe ich nichts mitbekommen. Aber könnte natürlich sein, dass irgendwann mal alles hier kaputt geht und dann war alles umsonst. Aber vor dem Moment fürchte ich mich schon. So, wir haben ziemlich viel Eidler. Es kann aber auch sein, dass da die Kinder jetzt noch mitzählen. 12 Eidler. Wir schauen mal eben rein. Wer hier nichts tut. Ah, doch, da sind auch andere noch mit dabei. Nicht-Erwachsene sind da mit dabei. Erwachsene sind mit dabei. No job. Was haben die denn? Spinner? Ah, hier haben wir noch ein Baby, das nichts macht. Das ist ja ganz unverschämt. Ranger? Der müsste doch selber auf Jagd gehen. Apropos Jagd. Wir müssen doch auch noch für die Crossbow Munition machen. Das ging das hier drin? Forge Iron Bolts. Eigentlich müssten wir da schon ein paar gemacht haben jetzt. Würde ich mal meinen. Wir schauen mal rein. Few items in buildings. Location. Status. Stock. Oh, wir müssen dem Bookkeeper dann auch noch anweisen, dass er natürlich die Sachen zählen soll. Das ist auch noch wichtig. Sehe ich hier drin irgendwie Ammunition oder so? Ah, hier oben 200. Enhanced View. Eine Suche wäre ganz gut. Bolt. Bronze Bolts haben wir 14. Iron Bolt 7. Da haben wir 5 Stück nochmal. Steel Bolts. Also eigentlich müssen wir genug da haben, damit die Ranger auf Jagd gehen können. Kann natürlich auch sein, dass die überhaupt keine Waffen haben. Wir basteln einfach mal. Ich meine, wir können es ja. Was ist denn hier los? Achso, hier sind keine Kisten. Wir basteln ein paar Waffen noch. Und zwar aus Iron, weil wir Iron haben. Iron Crossbow. Und machen wir mal so 3 Stück. Ah, scheiß drauf. Machen wir 4. Und dann können die sich nämlich die Waffen hoffentlich holen. So, hier unten. Die Nestbox ist jetzt schon besetzt. Unclaimed. Sind beide unclaimed? Verstehe das nicht. Ich guck mal nochmal hier rein. Ob ich hier nicht was zuweisen muss. Nestbox. Egg-laying creature will claim and use to lay eggs. Ja, wir haben es gebaut. Will be claimed by an egg-laying animal when it's ready to lay eggs. Innerhalb eines Tages normalerweise.
Wir warten noch etwas ab. Komisch. So, also, was wollte ich denn? Ich wollte ja eigentlich hier unten noch warten, dass wir hier fertig bauen können. Die Türen fehlen noch, bevor wir die dann assignen. Wobei ich gesehen habe, dass Zwerge eh schon einige Betten geclaimt haben, offenbar. Aber wir haben das noch nicht offiziell zu... Was war das denn? Rigot Emaröl has grown to become a rooster. Ach, deswegen claimt der nix. Deswegen kann der keine Eier legen. Aha, aha, okay, Moment. Status. Animals. Rooster. Der Rigot Emaröl. Rooster. Ah, dann haben wir jetzt nur noch Duckling. Dann war das Chicken, war quasi ein Rooster. Na gut. Wir lassen die mal unten. Das wird hier unten. Vielleicht werden wir noch weibliche Hütchen bekommen. Dann können die sich nämlich gleich mal vermehren. Es ist Sommer geworden. Und das heißt für uns, er speichert wieder mal. Dann bauen wir das hier fertig und dann machen wir Militär. Ich glaube, wir haben auch schon Waffen und Rüstung produziert für 5 Einheiten, Militäreinheiten. Das soll erstmal genügen. Ich wundere mich echt, wieso wir nicht angegriffen werden. Ich denke mal, ich habe nichts ausgestellt. Moment mal eben. Ich öffne mal kurz hier. Ich habe ja hier nichts eingestellt, dass das Vaders, das ist alles auf Standard eigentlich. Das heißt, die müssten normalerweise auch angreifen. Hätte ich gemeint. Ist alles auf Standard eingestellt. Na gut. Wahrscheinlich habe ich hier eingestellt, dass niemand angreift. Das wäre natürlich blöd. Ein bisschen Action wäre schon ganz gut. Oh, das Quartier ist hier fertig. Nee, wir bauen zuerst mal das hier fertig. Und beim Bookkeeper, die müssen wir noch die Settings einstellen. Und zwar All Counts Accurate, heißt Precision. Das ist in jedem Tutorial, wird das immer gesagt. Der ist nur am Zählen und macht sonst nichts anderes. Normalerweise müsste der sich jetzt hier reinbegeben und auf den Sessel setzen. Dann zu zählen beginnen. Da ist er. Da hat er sich hingehockt. Ich zoome mal etwas rein. Damit wir hier auch was sehen. Hier hat er sich reingehockt. Das ist... Das sehe ich das... Ob er das ist? Zifon. Ja. Und dann wird er jetzt zu zählen beginnen. Sehr schön. Wir bauen wieder ein paar Türen. Erneut. Ich hoffe, da wurden wieder einige gebaut. Nicht wirklich viel, oder? Ah, 2 Stück gerade mal. Wir werden auf alle Fälle noch ein bisschen smoothen. Smooth Stone. Zwar hier oben alles. Von hier oben bis hier unten. Und hier drüben natürlich auch, damit die schöne Schlafzimmer haben. Sollen ja alle zufrieden und glücklich sein. Und irgendwann werden wir dann auch noch engraven. Aber jetzt noch nicht. Oh, ein Masterpiece Apricot Woodbed. Da freut sich, wer auch immer das bekommt. Ich hoffe, wir bekommen bald wieder mal Karawanenbesuch. Wir bauen noch ein paar Tische hierher. Mir sieht das mittlerweile so aus, als würde da schon ein bisschen Überfüllung auftreten.
wir schauen mal, ob hier alles designiert ist als S-Bereich. Sehe ich das irgendwo? Meeting Hall. Können das ja auch als Meeting Hall machen noch? Wo steht Persimmon? Wo steht, was das für ein Raum ist? Das müsste doch jetzt eigentlich Dining Room sein. Jo. Das müsste doch eigentlich Dining Room sein. Weil die essen ja auch schon hier überall. Ja, also wir machen es auch zum Meeting Hall, damit sich die hier treffen können. Auch nicht schlecht. So, wird hier eine Tür gebaut irgendwo? Von irgendjemandem? Türen werden wo gebaut? Hier, Rock Door. Wir könnten ja theoretisch Holztore auch bauen. Wir machen das mal hier so. Construct. Bed Door. Wooden Door. Damit, wenn der Steinmetz keine Zeit hat, dass wir dann trotzdem wenigstens Holztüren haben. Sonst warten wir hier ewig, bis das alles fertig ist. So, hier sieht es auch noch gut aus. Wir haben genügend Platz. Mittlerweile sind auch überwiegend alle Steine abtransportiert worden. Selbstständig, das freut mich natürlich. Wir haben jede Menge Barren hier drüben. Das ist auch schön. Und wir haben hier jede Menge Äxte, Crossbows haben wir, Pfeile haben wir. Emu Bone Warhammer haben wir noch. Aber Rüstung sehe ich jetzt komischerweise nicht. Entweder ist die Rüstung irgendwo abgelegt. Ich bin mir sicher. Wir haben auch Rüstung gebastelt. Iron Mail Shirt, da ist es drin alles. Okay. Iron Bar. Das hier ist Charcoal. Also die Iron Bars werden in Behälter abgelegt. Charcoal einfach so rumgelegt. Auch nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, das läuft erstmal ganz gut. Ich werde auf alle Fälle, bevor wir mit dem Bau des Brunnen beginnen, werde ich nochmal sichern. Ich habe keine Lust, dass das alles überschwemmt wird. Kannst du dem Verrückten nicht eigentlich einfach einen Job geben? Der Verrückte, meinst du den Neil, die Norm von letztes Mal, der ist schon gestorben. Der hat hier oben sein Grab bekommen. Den haben wir hier abgelegt. Hier drinnen. Kann ich hier reinschauen? Ich dachte, this is the resting place of Neil Bidnotz Gubuk. Ja, der liegt hier drin. Der hat es nicht überlegt. Der hat nichts gegessen, nichts getrunken und ist dann letztendlich gestorben. Ja, was könnte man denn den anderen geben hier an Jobs? Ne? Was könnte man denn denen geben? Schau nochmal, wer hier nichts zu tun hat. Das sind ja Kinder. Er hier ist Spinner. Ich denke mal, das hat was mit Kleidung zu tun. Die brauchen wir später dann, wenn wir die herstellen. Die transportieren halt jetzt einfach nur normal Sachen. Was ist das hier? Papermaker. Das brauchen wir alles noch nicht. Farmer. So viel haben wir nicht zu farmen. Ich wüsste jetzt nicht, was die noch machen können. Wir könnten die natürlich jetzt anlernen, dass die irgendwie Stonecrafting oder Masonry machen. Aber da müssen die von vorne anfangen. Und ich glaube, das ist auch nicht so optimal, wenn die dafür nicht gebaut sind. Könnte ich mir vorstellen. Wir haben ja einen Profession Trader. Der Ingish. Vielleicht sollten wir hier einen Wechsel in Erwägung ziehen. Wir können, was wir machen können, ist, dass wir hier die einfach alle mal engraven lassen. Und Steinbearbeitung machen lassen. Wenn ich es denn finden sollte. Stone Detailing müsste das sein. Stone Detailing.
Das können die jetzt so hier in ihrer Freizeit quasi machen. Da tun sie keinem weh. Thank you.